Liebe Freunde, mein Vater hat früher mal gesagt, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Sie wollen mehr wissen? Jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, Sie werden ja sicherlich unsere gottbegnadete Sängerin Helene Fischer kennen. Und die hat ja ein bisschen Erfolg gehabt, alles gut, alles schön, hat sich auch ein schönes Häuschen am Ammersee gebaut. Und wann ist das hier? Am 1. Februar 2024 hat sie sich im Stern geäußert. Ich blende Ihnen das mal ein. Sehen Sie hier? Ja, schön. Und zwar, der Titel hieß Nicht mit uns. Und in diesem Stern, machen wir es zu, erklärt sie Folgendes. Hier, wir müssen unsere Werte und unsere Demokratie jetzt verteidigen und dürfen das Feld nicht den Antidemokraten überlassen. Tu das Richtige oder tut das Richtige, geht zur Wahl. Für die Demokratie und gegen die Extremisten. Ja, liebe Freunde, und großartig für unsere neu Hinzureisenden hat sie sich auch noch geäußert. Liebe Freunde, ich bin auch gegen jegliche Art von Extremisten. Aber es dürfte klar, wohin hier der Zeiger zeigt oder was sie damit meint. Und auch was unsere permanent Zureisenden angeht, ist sie sehr dafür und freut sich darüber. Und nun muss ich eben Folgendes sagen, manchmal gehen werden Wünsche schneller wahr, als sie sich das träumen lassen. Ja, jetzt zeige ich Ihnen mal das Häuschen von der Dame. Moment, muss ich hier mal kurz wegklicken. Das sehen wir uns mal an. So, liebe Freunde, hier schauen wir mal. Für die sicherlich auch gefallen. Das hier ist der Ammersee. Und die gute Frau wohnt hier in Buch am Ammersee. Und wenn wir da ein bisschen ranzoomen, schauen Sie mal, hier noch ein bisschen weiter, sehen Sie das ausgesprochen nette Häuschen mit Grundstück. Also hier ist der Ammersee, hier ist das Hauptwohngebäude und hier ist eben noch ein Steg sogar zum Wasser und eine große Wiese. Ich finde es gut, dass sie da wohnt, das hat sie verdient, ist eine schöne Ecke. Nun ist es aber so, dass wir hier nebenan noch ein anderes, größeres Grundstück haben. Und, oder bezieht sich das auf dieses? Auf jeden Fall in diesem Bereich. In diesem Bereich möchten viele Leute natürlich auch gerne leben. Und verstehe ich. Ich lebe da nicht, aber wenn ich da auf der Ecke irgendwo leben würde, in der Nähe von München, würde ich auch sagen, da möchte ich auch hin, ist auch schön. Und weil wir ja natürlich unseren zugereisten Freunden auch ein bisschen Lebensqualität bieten wollen, ist ja verständlich. Die sind ja den langen, langen Weg gelaufen bis hierher. Wird nun hier neben unserer Freundin eine große Flüchtlingsunterkunft gebaut. Recht groß. Und zwar, wollen Sie wissen, wie viel? Ich zeige Ihnen das mal. Ein Klotz mit 62 Wohnungen. Und der Bürgermeister von Ammersee, der, warte, ich muss noch vergessen, wieder umstellen, damit ich Ihnen das Richtige zeigen kann. So, gucken Sie mal. Ja, das meine ich natürlich. Und der Bürgermeister von Ammersee, der wohl über Helenes Riesenhäuschen nicht so begeistert war, hat nun auch gesagt, ja okay, unsere zugereisten Freunde haben auch ein Recht auf schönes Wohnen. Und da sich ja unsere Freundin auch damals im Stern so positiv gegen andere politische Richtungen geäußert hat und positiv für unsere Freunde, wollte er wohl eine Freude machen und hat gesagt, ja, wir bauen dir jetzt 62 Wohnungen neben dein Grundstück und die sind ausschließlich für unsere kulturbereichserweiternden Freunde. Ein anderer zieht da nicht ein. Und ich finde eigentlich, dass ich jetzt mal eine Stellungnahme von Helene Fischer erwarte, dass sie sich über diese Tatsache oder über dieses Projekt, das wird nun definitiv gebaut, dass sie sich da freut. Denn das, was sie dann im Stern gefordert hat, das bekommt sie nun selbstverständlich auch zu ihrem Lebensumfeld, wird hinzugebucht. Und ich finde, das ist eine erfreuliche Sache. Und ja, wir haben ja, glaube ich, noch weitere Kommentare, wenn ich mal gucke.
Da, nee, nicht. Hier werden einige, die kommentieren. Ja, man sollte eigentlich nicht nur Helene Fischer kulturell bereichern. Ich wäre auch dafür, dass man im Frankfurter Westend, in Hamburg, in der Roten Baumchaussee und in vielen anderen netten Wohnlagen, zum Beispiel auch am Chiemsee und so weiter, sollte man die Leute eigentlich auch bereichern. Das würde ich schon als sinnvoll erachten. Vor allen Dingen die Leute, die im großen Stil die Parteien, die das Ganze machen, gewählt haben, denen sollte man das auch zukommen lassen, was sie gewählt haben. Deswegen freue ich mich ja so für Helene Fischer. Also wie gesagt, ich bin stolz, wie sie sich äußert und bin ganz stolz, dass sie das dann auch gut findet. Auf der anderen Seite, schauen Sie mal, Helene Fischer, Rückzugsort wird zum Albtraum. Wie soll ich das denn verstehen? Langsam dürfte Helene Fischer sich Sorgen machen, der Ammersee ist zum Brennpunkt geworden, jetzt schon im Vorfeld. Eigentlich war Helene Fischer am Ammersee immer bisher sehr glücklich, nun ist es anscheinend nicht mehr so. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Ist das eventuell schon, da ja solche Projekte wie diese 62 Wohnungen immer eine längere Vorlaufzeit haben, sollte das schon so eine Art Vorankündigung sein, dass sie das vielleicht doch nicht so gut findet? Das wiederum würde ich nicht so gut finden. Ich finde, ihre Vorbildfunktion sollte sie da doch wahrnehmen. Und ihr Grundstück ist ja groß genug, da könnte man ja vielleicht auch dann ab und zu mal das eine oder andere Fest mit den neuen Nachbarn feiern. Ich denke da so an Schafe schächten oder Lämmerschächten und die dann schön mit einem schönen Barbecue auf dem Grundstück von Frau Fischer essen und ganz toll feiern und vielleicht auch nicht nur draußen feiern, vielleicht auch innen drin in der Villa. Die ist ja sicherlich groß genug, dass da auch 62 Wohnungen, da sind vielleicht 4 Leute pro Wohnung drin. Also so eine größere Veranstaltung mit 100, 200 Nachbarn oder jede Woche eine Veranstaltung mit 50 Nachbarn, mit alle auch mal drankommen, da kann ich mir eigentlich vorstellen, dass das eine tolle Sache wäre. Und vielleicht könnte sie dann auch einige ihrer Lieder dann in den entsprechenden Sprachen umdichten, damit sie den bei ihr Wohnenden in Zukunft auch ein bisschen Heimatgefühl vermitteln kann. Das wäre auch eine ganz tolle Sache. Also ich bin sehr positiv gestimmt, dass sie sich sicherlich weiterentwickeln wird, die Frau, und ihrem Wunsch nach einer bunten Republik voll und ganz erfüllt bekommt. Also, liebe Freunde, hoffen wir mal das Beste und ich werde auf jeden Fall die Entwicklung mal im Auge behalten und werde sie auf diesem Kanal auf den Laufenden halten. Denn wir mögen ja alle unsere Helene Fischer und wir wollen ja auch, dass sie sich mitten in der Gesellschaft auch mit den neu hinzugekommenen wohlfühlt. Also, liebe Freunde, warten wir auch mal den nächsten Song von Helene Fischer ab. Vielleicht kann sie da ja dieses jetzt auf sich hinzukommende Glücksgefühl mit verarbeiten. Also ich freue mich auf den ersten neuen Song in Arabisch, vielleicht mit deutschen Untertiteln, damit wir auch wissen, was sie da singt. Und das wird sicherlich ganz toll. So, liebe Freunde, das war's für heute.